Hi, ich bin Gerrit. Ich bin Annette. Und wir sind natürlich im Garten. Und wir wollen heute einen Apfelbaum pflanzen, richtig? Genau. Den habe ich geschenkt bekommen in meiner Lieblingsbaumschule. Die wollten den eigentlich ausrangieren, weil der ja schon so ein bisschen in die Jahre gekommen ist, nicht mehr so schön aussieht und deswegen nicht mehr verkaufbar ist. Aber ich habe gesagt, ich nehme den mit, pflanze ihn hier in den Garten und dann, denke ich, kriegen wir den wieder hin. Geben wir ihm ein zweites Leben. Auf jeden Fall. Ich sehe jetzt schon, der Baum ist ja ziemlich hoch und schmal. Genau. Und hat gar nicht so diese typische Krone. Mhm. Ist das eine bestimmte Sorte? Das ist ein Säulenapfel, ein sogenannter. Also Das ist praktisch eine Züchtung extra für die kleinen Gärten, die man jetzt ja überwiegend hat. Also hat wenig Platz. Der wächst eher in die Höhe, also bildet keine richtige Krone aus, eignet sich auch für Terrasse oder für größere Balkone. Ach so. Kann gut im Kübel gehalten werden. Okay, gibt es da sonst was, worauf ich achten muss, wenn ich den einpflanze? Also der Boden muss natürlich wieder gut vorbereitet werden. Die optimale Pflanzzeit ist jetzt nicht. Die wäre eigentlich noch später im Herbst, wenn die Blätter abgefallen sind, weil der Baum jetzt über die Blätter noch Wasser verdunstet. Also es ist für ihn eine relative Stresssituation. Ja. Wenn er Blätter nicht mehr versorgen muss, ist es einfacher. Okay. Aber er soll jetzt aus dem Topf raus und eben frische Erde haben, ein bisschen Dünger haben und das dann auch gut einwurzeln kann vorm Winter. Das heißt, wir würden jetzt anfangen, das Loch vorzubereiten. Mhm. Wie tief steht ein Apfelbaum in der Erde? Also wie tief müssen wir das ungefähr ausheben? So tief, wie der Topf ist und dann an jeder Seite, also rundherum, noch mal halb mal so viel dran. Also es sollte ungefähr so groß sein, dass wir eben auch noch genügend frische Erde drumherum einfüllen können. Super. Dann würden wir jetzt anfangen, einmal das Loch auszuheben. Mhm. Hier könnte man da noch Stauden vorpflanzen. So, das Loch ist jetzt ausgehoben. Mhm. Was müssen wir denn jetzt noch machen? Wir haben die Erde drin ja schon so ein bisschen angelockert, damit der seine Wurzeln auch nach unten ausfahren kann sozusagen. Genau. Was müssen wir denn jetzt noch machen? Unterstützen wir den noch mit extra Erde oder? Der Boden ist ja wenig Humus. Darum bringen wir da jetzt noch ein bisschen Pflanzerde mit rein und auch ein bisschen Dünger. Also gedüngt wird er erst im Frühjahr, aber jetzt wollen wir ihm noch ein bisschen Dünger geben zum Anwachsen. Und die Pflanzerde hier natürlich wieder schön torffrei. Wäre jetzt meine Frage gewesen, worauf wir da achten müssen bei der Erde. Ja, also dass sie torfrei ist, dass sie gütegesichert ist, also nicht so ein Billigprodukt nehmen. Die ist auch ein bisschen aufgedüngt hier, die Erde. Wir machen trotzdem noch ein bisschen Dünger rein. Bei dem Dünger auch wieder darauf achten, dass er organisch ist. Genau, organischer Dünger mit Mikroorganismen, die das Bodenleben mit in Schwung bringen. Mycovital oder Mykorrhiza. Pilze, die Wurzeloberfläche vergrößern, bei sich anlagern. Das ist jetzt genug. Sehr gut gemeint. Aber bei dem organischen Dünger kann man ja praktisch nicht überdüngen. Aber er bräuchte so eine Ladung jetzt nicht mehr. Okay. Verquillt es so ein bisschen? Ja, mit der patentierten Technik. Hältst du den Topf fest? Ja. So, wir drehen ihn jetzt. Also ich möchte, dass das Höhere an der Wand ist. Genau, da kann noch ein bisschen Erde rein, weil die Veredelungsstelle würde jetzt unter der Erde sitzen, die sollte aber oberhalb sitzen, weil es möglich ist, dass hier auch noch Wildtriebe austreiben. Das wollen wir ja nicht. Deswegen okay, sollte das heißt, die holen ihn wieder raus und füllen nochmal Erde auf. Genau. Das sieht gut aus. Ja? Ja. Lassen wir ihn jetzt so ein bisschen windschief stehen? Oder kippen wir ihn noch einen Ticken nach vorne? Er könnte noch ein bisschen nach vorne.
Also wichtig ist, dass die Erde gut eingeschlemmt wird. Das heißt, dass nirgends Hohlräume bleiben, wo die Wurzeln dann praktisch nicht dran kommen. Ah, deswegen gießt man das sozusagen noch im Pflanzloch an, bevor man jetzt die restliche Erde auffüllt. Und das dann noch ein bisschen mischen. Und dann füllen wir mit der anderen Erde auf. Okay, das heißt, wir haben die jetzt gemischt, damit er einfach nochmal aufgelockert wird und wahrscheinlich nochmal nährstoffreicher wird, der Boden. Ja, genau. Der Boden hier ist ja nicht schlecht an sich, sondern nur einfach zu humusarm. Und wir möchten ja, dass der Baum gut wächst. Ja. Und die humusreiche Erde hält dann das Wasser auch besser. Der Boden ist besser durchlüftet. Die Fläche soll ja auch noch bepflanzt werden mit Stauden hier. Die bleibt nicht so kahl. Bis dahin könnten wir auch noch ein bisschen Komposterde drauf machen, also Kompost zu mulchen. Was mir gerade eben aufgefallen ist, als wir den Apfelbaum eingesetzt haben, dass er sich so ein bisschen rau anfühlt. Ja. Und hier so diese gelb-grauen Flecken hat. Genau, das sind Flechten. Das ist eine Mischung aus Pilzen und Algen. Ja, die muss ich mir da Sorgen machen? An die Stämme setzt? Nein, also in dem Zustand nicht. Wenn es einen stört, dann kann man die abbürsten. Wenn das Wachstum zu stark ist, das Algenwachstum, dass die jetzt wirklich hier wuchern würden, die Zweige, die Blattknospen so überwuchern, dass der Baum eben nicht mehr austreiben kann, dann sollte man die entfernen. Aber ich zeig dir mal, dass sie wirklich nur oben drauf sitzen. Also mit so einer, die Rinde darunter sieht ja super gesund aus. Mit so einer scharfen Bürste kann man das abbürsten, wenn man will. Das wäre aber in dem Fall jetzt ein reiner, sozusagen eine reine Schönheitsbehandlung. Genau, genau. Wir machen hier noch so ein bisschen Gießrand. Ja. Um den Stamm, damit, wenn wir da gießen, das Wasser eben nicht wegfließt. Das bleibt dann in diesem eingedeichten Gebiet. Okay. Guck, hier kann man gut sehen, dass das Wasser jetzt wirklich dahin fließt, wo es hin soll und nicht hier über die ganze Fläche. Ja, stimmt. Haben wir's. Das war's schon. Ja. Perfekt. Jetzt haben wir heute gesehen, wie ein Apfelbaum eingepflanzt wird. Vielen Dank dafür, Annette. Gerne. Es hat mich sehr inspiriert, mir meinen eigenen kleinen Säulenapfel für meinen Balkon zu Hause zu kaufen. Schön. Ich hoffe, auch ihr konntet heute was im Video mitnehmen. Lasst uns gerne einen Daumen hoch da und schreibt uns was in die Kommentare. Und wir sind bald wieder. Natürlich im Garten. Macht's gut. Ciao. Tschüss.